Showdown bei der letzten Herausforderung. Welches Team hier siegt, triumphiert bei der Grip Facebook Challenge. Auf der 2 Kilometer langen Landebahn des Flugplatzes Fino geht es jetzt ums Driften. Wir messen jeweils die Reifenspuren. Wer den längsten Drift auf den Asphalt knallt, gewinnt die Challenge. Auf zum fröhlichen Reifen vernichten. Ich fange an. Ladies first. Du willst anfangen? Auf jeden Fall. Okay. Ja, dann mach mal die Reifen warm, ne? Aber lass noch was übrig. Der Nissan 370Z Nismo bringt alles mit, was man für eine ordentliche Driftparty braucht. Heckantrieb hat er. Viel Leistung hat er. 344 PS aus einem 3,7 Liter V6 sollten ja wohl reichen. Bei Freunden der gepflegten Quertreiberei bekommt der puristische Japaner seit jeher ein dickes Like. Super Aufgabe, ich meine, eins steht fest, Driften, das ist dein Revier. Das ist ganz klar. Ich freue mich auch drauf. Das Problem ist nur, ich kann mich hier jetzt gleich richtig blamieren. Das Auto ist perfekt geeignet, Nissan 370Z, das ist die Driftmaschine. Und vor allem 370Z, Hammer Auto, wollte ich schon lange mal fahren, vor allem im Nismo. Dann traue ich auch ordentlich was zu, ich habe übel Bock drauf und ich werde alles geben. Und mal gucken, was am Schluss rauskommt. Ich traue dir das zu, das packst du schon. Mit seinem privaten BMW M3 schießt sich Matthias vom Team Facebook schon mal auf die Strecke ein. Das sieht ja bei ihm wirklich gut aus. Kein Wunder. Schließlich ist der Herausforderer, auch als Testfahrer beruflich, immer im Grenzbereich unterwegs. Der Matthias vom Team Facebook ist Profi-Testfahrer. Das heißt, er will dir das Wasser reichen. Er kann es. Und ich meine, das Fahrzeug, was er privat fährt, ein BMW M3, Zeug davon, dass er das schon mal gemacht hat, weil dieses Auto kannst du quasi gar nicht fahren, ohne dass es quer kommt. Also er kennt sich definitiv aus. Das macht er heute nicht zum ersten Mal. Bist du nervös? Da es die Entscheidung ist, wäre es gelogen, ja. Wenn geht ich jetzt sage, um alles, ne? Alles easy, ich mach das jetzt mal locker klar. Im Prinzip können wir alles, was vorher war, löschen. Ja, das, genau. Was jetzt ist, das ist die Entscheidung. Die ist die Entscheidung. Ich gebe auf jeden Fall alles. Ja? Du schaffst das. Ich werde mir Mühe geben, ja. Sonst ist er total schlecht drauf. Er hat gerade schon ganz schlimme Sachen gesagt. Ne? Oh. Also sieh zu. Also, komm, mach das Ding. Viel Erfolg. Danke. Danke. Matthias, du packst das. Team ja, Facebook. ESP ist aus. Ich versuch's im dritten Gang. Vielleicht überschätze ich mich auch. Zum Modus. Jedes Team hat 2 Driftversuche. Die längste durchgezogene Reifenspur gewinnt. Ich fahr jetzt hier voll los. Schon mal gut aus. Oh, und er hat noch einen. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Hat schön gequalmt. War jetzt für den ersten Versuch, bin nicht ganz zufrieden. Zweiter Versuch. Ich habe mich jetzt leider überschätzt. Sehr Haltungsnote. Ja, Haltungsnote. Darum geht's auch nicht. Geht nicht. Es geht um die Länge. Ja, darum geht's ja immer. Es geht wie immer um die Länge. Wie lang das Ding ist, ne? Messen wir mal. Messen. Dann schauen wir mal, wie viele Meter Matthias bis zu seinem Dreher geschafft hat. Ja, aber keine Kurven fahren, ne? Jeder Zentimeter zählt. Bei dieser Challenge geht's um alles. Er schafft doch über 150. Achtung. Und zwar exakt 157 Meter. Das ist ganz schön ordentlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Ja, also das war schon mal eine stolze Leistung. 157 Meter. Das ist eine echte Belastung. Da muss jetzt richtig was kommen. Ich weiß. Das ist sehr, sehr gut. War total sauber, total gleichmäßig. Am Ende hat er es ein bisschen übertrieben, deswegen hat er sich dann gedreht. Aber die Spur war saulang, schön schwarz. Qualme, die kann's. Aber ich glaube, da muss es erstmal nachmachen. Ne? Wer gewinnt das große Finale bei der Grip Facebook Challenge? Matthias kann gerade bei seiner Spezialdisziplin alles gewinnen oder alles verlieren. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass ich vor Det viel mehr Schiss habe als vor den Facebook-Jungs.
Weil wenn ich das jetzt vergeige, ne? Der Typ macht mich fertig. Okay, das Ding ist brutal. Er hat brutal viel Traktion auf dieser Strecke hier. Das ist ein heftiger Bremsasphalt, damit die Flieger, wenn die hier landen, besser bremsen können. Und das ist natürlich total kontraproduktiv für unsere Drift, weil es nicht rutscht, sondern es bremst. Und es verhindert somit die Quertreiberei. Matthias nimmt Anlauf für den ersten Versuch. Das hilft jetzt nichts mehr da hinten. Da war kurz eine Lücke. Das ist jetzt ja doch nicht so gut gelaufen. Doch, da war eine Lücke. Das Schöne ist, das hört niemals auf. Der Spaß an dieser Sportart hört einfach niemals auf. Ich weiß nicht so genau, ob das jetzt wirklich durchgängig war. Deswegen mache ich lieber noch einen Sicherheitslauf drauf. Ja, bitte. Ja! Scheiße! Das war eine Nummer zu viel. Ihr dreht! Das wird vielleicht noch was. Also, ich bin nicht alleine. Jetzt wird's halt echt spannend. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt wird's echt spannend. Das kann doch nicht wahr sein. Ob der erste Lauf weiter war? Was ist denn los? Er lacht schon. Oh. Hauptsache Qualm, ja. Hauptsache Qualm. Matthias, ich würde sagen, wir messen mal den ersten, ne? Na dann, ab an den Roller. Die aussieht auf dem Hauptbahnhof. Ich meine, welches Gleis ist jetzt meins, ne? Ist doch Wahnsinn. Team Facebook hat 157 Meter vorgelegt. Die muss man erst einmal überbieten. 80 Meter. Mal gucken, wo da die Unterbrechung ist von den Linien. Da ist doch gar keine Unterbrechung. Reißt die Reifenspur ab, ist der Drift zu Ende. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, aber ich glaube, dass es mega knapp ist. So, was haben wir? 171 Meter. Yes! Ja, ein paar Meter, ne? Entscheidend ist, was auch noch auf dem Asphalt klebt. Also, Glückwunsch an euch, ihr seid ein super Team. Gut gespielt. Es war mega knapp. Ohne Quatsch. Mein Respekt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Müller. Danke, Herr Mauer. Schönen Feierabend. 14 Meter entscheiden letztlich über Sieg und Niederlage bei der GRIP Facebook Challenge. Det und Matthias haben es tatsächlich geschafft. Und gegen die besten Autoexperten der GRIP Facebook Community gewonnen. Danke sehr. Der ist nämlich an aus purem Weißgold. Mhm. Formschön. Was kriegt man dafür? Weiß ich noch nicht. Guck doch mal rein. Oh, den stelle ich mir in die Vitrine. Wieso du? Habt ihr das gesehen? Helm, Lenkrad, Reifen, ja. Checkered Flag. Mhm. Das ist ein richtiger Autopokal. Wo stellen wir uns denn hin? Wie machen wir das? Ich eine Woche, du eine Woche? Immer im schönen Ja, oder ich komm rum. Oder du buchst mal bei mir. Ja, oder und dann lade ich dich mal auf eine Fanta ein. Ja, komm, den machen wir jetzt erstmal voll, ne? Alles klar, Prost. Das Ende eines spannenden Wettkampfs, bei dem sich beide Teams nichts geschenkt haben.